Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nick frei zockt. Bergbauindustrie, die Wirtschaftssimulation. Man soll es nicht glauben, das ist mein zweiter Versuch heute. Ich will nicht mehr alle Fehlversuche aufnehmen. Ich habe geflucht wie ein Rohrspatz. Es ging mir so gegen Strich. Ein kleiner Fehler ist mir unterlaufen. Nein, stimmt nicht. Mir ist kein Fehler unterlaufen. Eine blöde Situation ist eingetreten und die hatte sozusagen dazu geführt, dass es am Schluss nicht gereicht hat, dass mir die Zeit ausging, ins Plus zu kommen, und das hat mich mein Unternehmen gekostet. Komm Preis, geh hoch. Mein Lager, das ist so ein Anschlag. Ich muss verkaufen, sonst produziert er nicht weiter. Ein Tag ohne Produktion ist schlimmer als ein Verlust. Nachrichten interessieren mich nicht. Habe ich alles eben schon angesprochen in der Folge, die ihr vielleicht nie seht. Wenn ich schaffe, hier die Kurve zu kriegen, seht ihr die andere Folge nie. Komm Preis, geh hoch. Es nervt mich, wenn der Preis nicht hochgeht. Jetzt geht er hoch. Über 6 Euro. Und ich fange an rauszuballern. Ich hätte natürlich am liebsten bei 7, aber ich weiß ja nicht, ob er auf 7 geht. Dann nehmen wir 6,46 und 6,60 nehmen wir einfach mit. Was wir haben, haben wir. Wenn er dann auf 7 geht, ärgere ich mich und irgendein Schlaumeier schreibt wieder, hättest du gewartet, bis er auf 7 ist. So, Verträge. Falls der Preis fallen sollte, sollten wir langsam uns absichern. Gibt es irgendeinen richtig guten Deal? Ich glaube, der war nicht gut. Der ist gut. So, es gibt angeblich... Oh, geht der Kram schon wieder kaputt. Es gibt angeblich bald ein Patch. Oder es wird gearbeitet an einem Patch in der Bitter-Version. Ist schon drin. Dass man die Nachrichtenfunktion ausschalten kann. Also dass man praktisch nicht mehr hier die Zeitungen sieht, die nach einer gewissen Zeit, ehrlich gesagt, langsam anfangen zu nerven. So, komm, den reparieren wir auch. Das nehmen wir einfach mal mit. Die Kosten nehmen wir einfach mal mit. Ich muss es jetzt riskieren, weil... Oh, scheiße, der Vertrag fängt an zu laufen. Ah, Eigentor. Es regt mich schon wieder auf. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Wirklich. Kleine Fehler. Und sie kosten dich alles. Sie können dich einen Spielstand kosten. Der Fehler war so gravierend. Da kann mich mein Spielstand kosten. Ohne Witz. Für die Preise brauche ich gar nicht verkaufen. Ich versuche ins Plus zu kommen, sonst kann ich meine Pläne vergessen, die ich hatte. Das ist aber auch zum Mäusemelken, ey. Es ist frustrierend. Ich war auf sehr, sehr gutem Kurs und bin pleite gegangen. So, geht schon wieder was kaputt. Wir haben es doch gerade eben erst repariert auf ein gewisses Level. Es kann doch nicht sein, dass die ganze Scheiße mir permanent in die Ohren fliegt. Ey, so langsam geht's mir auf den Sack. Ich versuche hier verzweifelt aus dem Minus rauszukommen und permanent fliegen mir meine Maschinen um die Ohren. Immer dann, wenn ich es gerade nicht gebrauchen kann, dann entscheide ich mich, die zu reparieren, dann fängt der Vertrag an zu laufen und dann reicht das Lager nicht aus und pumpen wieder alles weg. Und dann zahlst du Strafen, 50, 60.000, 70.000 Euro. Das ist mir alles jetzt schon mehrfach passiert und ich habe langsam geht mir die Geduld verloren. Gebe ich offen zu, diese Mission, die nervt mich mittlerweile. Das hat nichts mehr damit zu tun mit schwer. Also in gewissen Schwierigkeitsgrad finde ich ja gut, ja, aber wenn es wirklich immer an Kleinigkeiten scheitert,
Und das waren vorhin Kleinigkeiten. Ich war auf so einem guten Kurs und dann an einer Kleinigkeit ist es gescheitert. Und jetzt auch wieder. Ich habe einmal nicht aufgepasst und pum. Das kann mich die Firma kosten, ja? Wenn ich da unten nicht rauskomme, über, sagen wir mal, 12 Monate, und dann gehe ich wegen der Summe pleite. Es gibt nur die Möglichkeit, die Aktie zu verkaufen. Wenn der Preis runtergeht, was soll ich machen? Es gibt keine andere Chance. Ich kann mich nicht irgendwie ins Plus zaubern. Es geht nicht. Macht keinen Sinn. Wenn wir hier verkaufen, machen wir miese. Es könnte alles so schön sein. Will ich nicht. Nervt, will ich nicht. Ich werde langsam gereizt. Sorry dafür, aber es... Wisst ihr, das ist der zweite Versuch heute und ich komme schon wieder nicht über die Kack-Null. Schön, keine Strafe, gefällt mir gut. Haben wir es mal hingekriegt, das Lager auf ein gewisses Level zu hieven und damit ein bisschen Kohle zu machen. Ja, ich müsste es bauen, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich muss einmal raus aus dem Miesen. Einmal muss ich raus aus dem Miesen. Einmal wieder ins Plus. Es ist so schwer, wieder ins Plus zu kommen. Komm, Preis, geh hoch. Ja, Produktion wurde gestoppt, Lager ist voll. Es ist, ich... Komm, geh hoch, Preis. Geh mal über 4 Euro. Kann doch nicht so schwer sein, dass der Preis mal steigt. Ha, Gott, Sakra. Jetzt endlich. Ich will verkaufen, Nachrichten. So, einmal raus da aus dem Miesen. Einmal da unten raus. Einmal wieder ins Plus. Was war das? Ich wollte auf Maximum drücken. Das ist das, weil alles an einer Stelle aufpoppt. Sorry, wenn ich das jetzt mal so erwähne. Du drückst so Dinge, die willst du gar nicht drücken. Wenn ich die Zeitung wegklicke, geht's ja noch. Aber ah, wir sind raus. Wir sind einmal über Null. So, jetzt aber schnell. Ich kann es mir nicht leisten, die Sachen zu reparieren. Ich tanze hier so an der Grenze rum, dass ich es mir nicht leisten kann, meine Maschinen zu reparieren. Wenn die dann ausfallen, haben wir wieder Probleme. So, der Preis ist fallend. Wir nutzen die Gelegenheit, verkaufen alles, was geht. Dass wir jetzt wieder ansparen können. $2,99. War ein scheiß Deal. Sorry, wenn ich sage. Wieder eine Fehlentscheidung. Ich treffe davon viele in dem Spiel hier. Wie ist das denn in echt, ey? In echt, ich würde permanent, ich würde morgens bis abends Herzinfarkte kriegen, ey, wenn das in echt so laufen würde in einem Geschäft. Ich weiß ja nicht mal meine Stückkosten. So, 200.000. Wir müssen versuchen, uns da raus zu verkaufen. Wir müssen versuchen, wieder in die Bereich Null zu kommen. Sonst kriegen wir hier massive Probleme.
Wir kriegen eh massive Probleme. Vor allem kriege ich ein Zeitproblem. Ich weiß nicht, ob die Folge hier heute 20 Minuten lang wird. Ich kämpfe hier mit allem, was geht. In der Hoffnung, es irgendwann gebacken zu bekommen, diese Mission einmal zu schaffen. Die ist frustrierend schwer. Und das meine ich ernst. Ich bin gerade am gucken, da ist was kaputt gegangen. Ich habe ja nichts dagegen, dass Missionen schwer sind. Aber wenn sie so frustrierend schwer sind wie die hier, das ist... Pff. Und ich finde diese Mission hier wirklich frustrierend schwer. Nicht zu vergleichen mit allem, was ich vorher gespielt habe hier in dem Spiel. Ich gräb so an der Grenze rum, gerade nicht pleite zu gehen, so nach dem Motto, gerade nicht noch Verlust zu machen, aber ich komme nicht raus, ich komme nicht drüber, ich komme nicht über das Level drüber, wo ich sagen kann, jawohl, ja, hier verdienen wir Geld, hier wandern wir Richtung Plus. Und das ist so frustrierend. Ich meine, klar, die Kosten der Öffentlichkeit, das drückt sich auf die Personalkosten aus. Wir haben 8.000 Euro Personalkosten, das sind 200%, das heißt normalerweise, wenn es nur 4.000. Es ist natürlich schwerer zu verdienen, wenn du dann plötzlich 8.000 statt 4.000 zahlen musst. Das macht sich schon bemerkbar, ja. Da musst du halt, hast du viel höhere Stückkosten. Wenn dann ständig die Kackmaschinen ausfallen, das geht man nämlich auch langsam auf den Senkel. Wenn ihr sehen würdet, die Folge, die ich sozusagen jetzt nicht veröffentliche, weil ich es halt nochmal spiele. Wie dämlich das am Schluss gescheitert ist. Ich war auf so einem guten Kurs und dann ist es so dermaßen gescheitert. Ich komme wieder nicht raus da unten. Preis, geh mal hoch. Das gibt's doch nicht. Wenigstens, wenn der mal so ein bisschen mittiger laufen wird. Nicht immer so tief unten oder ganz oben. So irgendwo hier so 4 Euro rum. Wenn er sich da mal einpendeln würde. Ich meine, ist ja keine richtige Marktlage, oder? Sind wir mal ehrlich. Es bemüht sich, eine gute Marktlage zu simulieren, aber so Kurven gibt es im realen Markt gibt es so Kurven nicht. Selten. Der wäre viel zu volatil, da gingen so viele Firmen dran pleite. Ich will verkaufen, aber kommen wieder Nachrichten und dann fällt der Preis im Hintergrund, ja? Und schon kann ich wieder nicht den Preis realisieren, den ich eben noch gesehen habe, zu dem ich verkaufen wollte. Es sieht so aus, als hätte ich mal Glück. Als könnten wir es schaffen, da rauszukommen, weil der Preis zum richtigen Moment gerade mal wieder anzieht. Aber mehr wie Glück ist das auch nicht. Ja, es kommt mir vor, als also das ist Glücksspiel. Das ist, hat was von Glücksrad hier. So kommt es mir zumindest vor. Es tut mir echt leid, wenn ich das so sagen muss. Aber ob man hier eine Mission schafft oder nicht, erinnert mich mehr an Glücksrad als an Strategien. Ich habe zwar eine Grundstrategie, nach der ich arbeite, weshalb ich vielleicht jetzt in der Position bin, dass ich überhaupt mit Glück die Mission schaffen kann. Also vielleicht ist Fundament Arbeit und der Rest ist Glück. Wirklich wahr. Also das ist... Pff. Ich
Wir hatten noch keine Wirtschaftssimulation, die mich vor so Aufgaben gestellt hat wie die hier. So, ich bremse das Ganze mal ein, dass es ein bisschen langsamer läuft. Dann habe ich vielleicht eine Chance, hier nebenbei noch ein paar Management-Einstellungen zu machen. Das war ein Fehler. So, das hier will ich minimieren. 0. Genau. Das hier will ich haben auf... Na, ich krieg's nicht hin. Das hier will ich haben auf 160. Also gerade das, was ich habe. Und das hier will ich ein bisschen höher. Macht aber auch keinen Sinn. Das hier zu halten macht auch keinen Sinn. Wir ballern... ...320 hier rein. Und die restlichen 80 würde ich gerne auf dem Markt verteilen. Das macht er jetzt mal wieder nicht. Meine Fresse. Das ist so kompliziert hier. So, 80 auf dem Markt verteilen. Genau, so hätte ich es gar... Ja, aber es bringt nichts da unten. Es bringt einfach nichts. Wir brauchen dann zumindest noch eine zweite. Wir brauchen dann zumindest noch eine zweite, wie heißt es so schön? Eine zweite PA-Agentur. Anders hat das keinen Wert. So, gibt es hier richtig gute Deals? Nee, gibt's nicht. Ich brauche was über 4 Euro. Ich müsste mir mal die Stückkosten ausrechnen, die wir zurzeit haben. Ich denke, dass das ein entscheidender Faktor ist, dass man seine Stückkosten kennt. Was sind das hier für Kosten, Mitarbeiterkosten? Tägliche Kosten? Kann eigentlich nicht sein. Monatliche Kosten? Das sind alles, es sind zu viele Rätsel in meinen Augen hier teilweise drin. Aber das müssten monatliche Kosten sein, oder? Liebe Entwickler, ihr guckt doch zu, sagt mir mal, sind die Mitarbeiterkosten monatliche Kosten oder sind das irgendwie tägliche Kosten? Ne, tägliche können es eigentlich nicht sein, entbehrt jeder Logik. Müssen monatliche Kosten sein. Ne, das sind monatliche Kosten. So, und bei der täglichen Produktion durch die monatlichen Kosten müssen wir gucken, was wir monatlich an Kies produzieren. Müssten alle monatlichen Kosten durch die Menge teilen, die wir an Kies produzieren. Und dann müssten wir rauskriegen, was die Stückkosten sind. Das können wir ein bisschen schneller runtergehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da keine Geduld, ich weiß. So, Dinge, die uns ausfallen können, haben wir viele, wie wir sehen. So, ich geh mal hin und lass Teilbereiche reparieren. Und dass wir wenigstens hier auf Halbgas produzieren. Das kostet uns dann nicht ganz so viel Geld. So, und irgendwann ist ja die Reparatur auch abgeschlossen. Und dann kommen wir wieder zurück hier mit Maximum. Und dann können wir hier wieder loslegen, mit Kohle verdienen. Ist nichts dabei, was über 4 Euro ist. Erschreckend, aber wahr. So, wenn wir es noch schaffen, ein bisschen mehr Kohle hier zu verdienen,
können wir vielleicht im Plus selbst noch eine PR-Agentur bauen, weil wir brauchen noch eine. Wir brauchen definitiv noch eine PR-Agentur. Naja. Gut, mir rennt die Zeit davon. Bis jetzt sieht es besser aus als der Versuch, den ich jetzt sozusagen abgebrochen habe, beziehungsweise gescheitert bin, den ich euch nicht zeigen werde, weil es einfach zu frustrierend ist. Ich habe so geflucht in dem Part, weil es eine kleine Fehlentscheidung war, die hat den Markt, nein, die hat nicht den Markt crashen lassen, die hat meinen Kontostand crashen lassen. Und auf einmal waren es noch 5 Wochen, 2 Wochen aus, die Maus. Und das war einfach zu frustrierend. Solange wir hier so im Positiven laufen, da habe ich ein gutes Gefühl bei, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir die Mission doch noch schaffen. Deshalb machen wir hier weiter beim nächsten Mal und behalten uns den Spielstand. Und ich sage an dieser Stelle dann einfach mal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt Bergbau, Industrie, die Wirtschaftssimulation. Und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.